Wusch, schon wieder sind wir ganz woanders. Wow, wie geht das denn, Eike? Durch die Magie. Das ist reine Magie, nicht wahr? Ja, okay, wir haben... Oder okay, einfach nur offscreen. Oder offscreen war es übersprungen. Ja, tut uns leid. Müssten wir leider machen, weil wir mussten wieder ein bisschen, Alchemie-Sachen farmen und hier noch ein bisschen was schauen und hier noch ein paar Sachen holen. Und die zwei ist wie ein Hundekuchen aus einer Tour, die wir in den letzten paar Folgen, vor 10 Folgen oder so, gefühlt vergessen haben. Nicht rumstehen! So, weiter jetzt. Gucken wir mal, wer jetzt hier noch ein Schloss jetzt auf uns wartet. Was zum... Ich bin auch da oben rangegangen. Tja, das ist gescriptet. Ich komme nicht zum König. Hey! Krüge dich, du Arschloch! Und deine dressierte Ratte auch! Wie kannst du es wagen? Kannst du es wagen, Parappa als Ratte zu bezeichnen? Was ist das denn? Wir werden angegriffen von... Naja, Eike, was wartest du? Es sind Marionetten. Was kannst du da großartig erwarten? Ich glaube, die beleben sich gegenseitig wieder. Vielleicht solltest du ganz schnell die andere töten. Ja, Faustus. Doch nie mit der Schlammbombe! Du meinst mit Nahkampf? Mit einem Hagelsturm. Hagelsturm? Okay. Das war Verschwendung? Ach so, es kommt immer wieder. Interessant. Okay. Also ich habe noch kannst nie... auch dein Schwert benutzen. Ja, stimmt. Ich habe noch nie mein Leben gegen Marionetten gekämpft. Ich habe mal irgendwann so... Ich dachte, du hast das Spiel schon mal durchgespielt. Nein, doch schon, aber ich meinte jetzt in echt. Okay, da muss man ja eigentlich gar nichts mehr tun. Ich erinnere mich damals irgendwie in der 7., 8., 7., 6. Klasse. Da haben wir auch mal ein Marionettenspiel gesehen von über Heinrich den Löwen. Das war eigentlich ganz witzig. War ganz interessant. Los, Angriff, 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 los, Angriff! Komm her. Bam! Wow! Meine Güte. Was zum? Wer ist... Oh, guck mal! Da ist das... Das böse... Den musst du jetzt angreifen. Das böse Gesicht. Den musst du jetzt angreifen. Ja, warte mal. Ey, jetzt habe ich Bock auf Hagelsturm. Lacosius. Erinnerst dich noch, Eike? Der war doch in der Freakshow. Ja, der war in der Freakshow. Ja. Na gut, zumindest machen sie relativ, okayen Schaden. Mephista hält Lokus. Ah, sie können ihn heilen. Okay. Die heißt Mephista. Mephista. Das ist die Teufelspuppe. Ja. Ja, der Zauber bringt gar nichts. Der Zauber taugt nichts. Lass schnell angreifen! Wow. Okay. Naja, gut. Benutzt die Schlammbombe, vielleicht hilft dir noch ein bisschen. Du meinst gegen ihn oder gegen die Marionetten? Hast du überhaupt nachgeguckt, wie man diesen Boss macht? Weil du hast ja anscheinend das seit 20 Jahren nicht mehr gespielt, das Spiel. Man muss einfach... Der Hagelsturm bringt gar nichts. Man muss erst die Marionetten zerstören, weil sie ihn ja einmal heilen. Und dann muss man auf ihn losgehen. Und das dann immer weiter so machen. So ist die Taktik. Oh, ist das langweilig. Ey, was willst du? Vor allem, weil du immer am Weglaufen bist. Lad doch nur einmal auf, das reicht doch. So viel Schaden brauchen die doch gar nicht. Was zum... Warum hat er jetzt gerade... Okay, und jetzt... Nee, das war ja viel. So, warte mal. Ja, weil du auf 50 oder irgendwie 80% hochgeladen hast. Warte, aufladen. Vielen Dank, Parappa. Da donnert was. Ja, das kommt von draußen. Warte, 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 warte. Nein, das wagst du nicht. Wow, Alter, das war aber mal heftig. Als wenn das mach jetzt einfach nicht... mach einfach die Wirbelattacke auf den, der heilt ihn nur um 50. Explosion? Nein, okay. Versuch's, wenn es dich glücklich macht. Ach, wir wollen verschwende mal... Ressourcen. Wieso verschwende Ressourcen? Ich will es einfach nur ausprobieren. Alle oder? Auf nein. Beide. Beide? Sicher? Okay, auf deine Verantwortung. Ach. Wow, das hat 38 und 30 Damage gemacht jetzt schon. Naja, aber lad deinen Schlag auf und greif nur die Puppe an. Was greif also nicht die Puppe, sondern greif das große, dicke Gesicht an. Greif den Rainer an, los. 600 Schaden, also wow. 423. Mach nur dem Schaden. Lass die Puppe da heil, lass die Puppe da heil. Wahrscheinlich kommt erst die zweite, wenn die kaputt ist. Mhm. Lass die Puppe heil. Yeah! Oh, verdammt, da ist die Puppe leider rein. 1665. Na, wenn das jetzt nicht ordentlich Schaden war. Ja, dann lad mal alle drei den Doppelschlag auf. Achso, jetzt gut Platz. So. So, dran vorbei. Oh, gut ausgeglichen. So, 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 so. Und? Und ran. Bam. Hab ich jetzt überhaupt Schaden gemacht? Nein, du standest nicht genau neben ihm. Du musst genau vor ihm stehen. Und dabei diese blöden Goethes Faust-Hommage Marionetten ausweichen. So, und jetzt... Du warst wieder zu. Ja, Alter. Genau.
Und dabei ist die Waffe doch nicht mal die beste. Oh, jetzt wird er böse. Jetzt wird er böse. Und du musst dich mal dringend heilen. Ja, keine Sorge. Gigakraft? Ja, natürlich. Gigakraft. Parappa ist unser bester Freund. Und keine Sorge, echter Parappa. Die Radio-Zockerbude wird dir irgendwann wieder Spaß machen. So. Aufladen, 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 aufladen. Ich glaube, er ist ein Ogre-Eike. Los, ran! Ran, 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 ran! Parappa reicht Level 26. Gewonnen. Oh, verdammt Arschlöcher! Okay. Da, 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 da. Anscheinend war Lacusius in Wirklichkeit eine getarnte Blendgranate. Hier liegen über 10.000 Goldstücke rum. Vergiss das nicht. Ich kann es nicht glauben, du hast Lacusius betrogen. Da konnte ich doch einen Gegner besiegen, der eigentlich nur euren Kopf war und sich nicht bewegt hat. Ja, und ich gebe dir eine Belohnung. Was? Nimm dies hier, Balk. Führ deine Chart. Sie hebt die Hand und kackt auf. Ah! Ich werde dich. Was? Tschüss. Noch ein Stockwerk. Noch ein Stockwerk. Noch ein Stockwerk. Wir sind hier am 8. Stockwerk. Wow, wir haben eine Menge Keller. Schau doch, Parappa, ein riesiges Loch. Mein Gott, wie konnte das entstehen? Vielleicht dadurch, dass diese 50 Tonnen Frau da oben runtergesprungen ist und Bauchflatscher gemacht hat. Und jetzt auch wieder. Und 8 Stockwerke runtergefallen, ja. Ist wie Homer Simpson. Und jetzt ist sie in der Tiefgarage gelandet und ist wahrscheinlich anscheinend explodiert. Tss, mit der Nummer könnte sie als Abrissbirne gehen. I came like a wrecking ball. Okay. Oike, das ist Synergie. Hier, Kumpel, nimm das für deine Bemühungen. Oh, sehr. Danke, Mann. Sehr königlich. Sehr anständig von dir. 10.000. Da, 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 da. Folge mir, ich glaube, die Königin hat das Fundament zerstört. Wie? Mach ein Safe State, nur zur Sicherheit, absoluten Sicherheit. Sicher? Ich soll jetzt ein Safe State machen? Jetzt, los! Zur absoluten Sicherheit, nicht dass jetzt beim ganzen Gelade. Dass die Bude bricht ein, weil die fette Kuh das Haus kaputt gemacht hat. Sie hat das Fundament zerberstet. Zerschmettert. Durch ihre Massen. Ja, Leute, merkt euch das. Dam, dam, da, da, lasst niemals dicke Menschen auf einen Stuhl steigen. Am Ende zerstört sie noch euer Haus. Warte. Metroid. Dam, dam, da, da, dam, dam, da, da, dam, dam, da, da, dam, dam. Puh, das war knapp. Was, das war schon? Also, das war jetzt ein bisschen enttäuschend. Einfach nur ein bisschen Dreck hinten fallen lassen. Ich dachte, das fällt jetzt wirklich so richtig zusammen. So Star Wars, Star Wars. Hellraiser-mäßig. Red mal mit König Arschgeige. Sie sind weg. Sie sind alle weg. Sie müssen alle nach Terrafels gegangen sein. Wer ist weg? Ich bin der Letzte. Ich muss weg. Ich muss weg! Ah! Keine Zeit. What the fuck? Hä? Was ist los mit denen? Okay. Safe State. Ja, anscheinend haben wir jetzt besiegt. Gewonnen, ja. Und was war Lacusius überhaupt? Ich tippe mal drauf. Ein Gesicht. Naja, ich tippe mal drauf, da wir uns im Mittelalter-Zecken befinden. Na toll. Ein Ogre. Ein Ogre tippe ich mal, ja. Und den Safe State laden. Safe State laden. Alter! Komisch, sieht das jetzt hier irgendwie ein bisschen kaputter aus als sonst? Ich glaube schon. Los, oder? Rein! Los, keine Zeit! Keine Zeit! Jetzt müssen wir wieder rüber. Nicht umgucken! Hallo, geh runter! Nein, wir müssen weg in die. Wir müssen jetzt wieder zurück nach Terrorfels. Anscheinend. Okay. So, okay. Wie kommen wir jetzt wieder zurück nach Terrorfels? Scheiße! Eike, weißt du noch, wie wir jetzt da wieder hin müssen? Nein. Oh, verdammt. Woher denn? Durch die Kanalisation. Das heißt, wir müssen wieder den ganzen Weg über die Kanalisation zurück? Du hast doch dieses Zerbash-Ding, womit du ganz schnell durch die Kanalisation kommst. Ach, du meinst das Fluchtseil? Okay, stimmt, wenn du meinst. War die Kanalisation nicht im Schloss? Ja. Warum rennst du dann vom Schloss weg? Weil du gedacht hast, wir müssen raus. Du hast gesagt, raus! Ja, vielleicht ist da ja irgendwas. Nein, alle Leute sind weg. Warte mal,
Ich gehe mal jetzt einfach mal ganz nach rechts zum Schachbrett. Vielleicht kommen wir dann automatisch bei Terrorfels raus. Hoffe ich doch zumindest. Ich denke nicht, dass die Entwickler jetzt nicht gedacht haben, nee, jetzt lassen wir den ganzen Weg mehr zurücklaufen. Und wenn, dann wäre es ziemlich kacke. So, warte mal. Hier. Und dann. Ja, oh. Du hast ja anscheinend das Spiel komplett vergessen. Ne, 20 Jahre, Alter. Denkst, kannst du dich alles erinnern, was du vor 20 Jahren mal durchgespielt hast? Ja. Komplett? Ich kann mich bis heute komplett erinnern, wie ich Link's Awakening durchgespielt habe. Ja, ich weiß, das ist dein erstes Lieblingsspiel auf dem Game Boy gewesen. Game Color, oder? Game Boy. Ja. Ist ja nichts zu tun. Niemals ohne Kondom. Niemals ohne Kondom. Gib mir deinen Saft, ich geb dir meinen. So. Schachbrett. Ah, Safe State, du bist schon wieder extrem weit gelaufen. Und wenn er sich jetzt aufhängt, hast du wieder. Ja. Warum macht der Herr Dennis nie einen Safe State? Weil er jetzt wieder ist. Zwei fucking Minuten! Als wenn die Leute keine 2 Minuten warten können. Was zum. Hä? Ja. Was ist denn das jetzt? Jetzt kämpft der Emulator gegen uns oder was? Warte, jetzt halte ich den. Emulator und einen dämlichen Rum hast du dir geholt, nichts anderes. Na gut, dann halte ich jetzt den Finger jetzt auf der Safe State-Taste. Meine Güte. So. Das ist ja furchtbar, Alter. Obwohl, naja. Aber zumindest war der Kampf doch eigentlich ganz okay. Mhm. Ja. Safe State. Ja. Und ich muss dich immer dran erinnern, du würdest es echt jedes Mal vergessen. Ab jetzt sage ich nicht mehr Safe State. Und wenn du dann verkackst, also einen richtig weiten Weg läufst, dann verlierst, ist die Aufnahme für die Tonne. Punkt. In die Tonne, ja. Keine Sorge. Bitte lass keine jetzt. Sorge, sagst du immer, aber es bleibt immer hängen. Ja. Ha. Das ist aber echt. Hättest echt mal in die Lösung gucken sollen. Wahrscheinlich ist da irgendein Teleporter oder sowas, der dich direkt rüberschickt. Ja, ich kann mich eigentlich nicht vorstellen, dass da ein Teleporter ist. Aber wir sind doch jetzt. Oder dass dich halt irgendeiner mit einem Flugzeug abholt. Du meinst der Gallenstein? Warum nicht? Naja, möglich wäre es. Oh Gott, ich hasse euch! So, hier, nimm's. Bam. Bam. So, aus dem Weg. So, rüber da. Weg da. Leck mich. So. So. Oh Gott, ich hasse diese Viecher. Sie sind so abartig nervig. So. Obwohl, wir müssen ja immer noch diese Energie wiederholen, ne, Eike? Erinnerst du dich noch? Stimmt. Die Energiequelle, die Faggot suchen sollte? Ja, ja, die liegt ja immer noch dort. Hm. Merkwürdig. Naja, okay. Ja, da ist sie ja noch. Und sie ist immer noch an Zischen. Zittert immer noch. Ja. Sie ist heftig am Zischen. Sub, 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 sub. Hey, alter Mann. Du hast schon wieder vergessen. Was geht? Nein, ich will nicht speichern. Oh, jetzt nicht ernsthaft nochmal durch den ganzen Wald. Okay, Leute, wir sehen uns dann in den. Ich glaube, wir müssen dann heute. Wir beenden diese Folge jetzt hier schon mal. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Das wird jetzt. Ist leider ein bisschen unter 15 Minuten geworden, aber ey, was soll's. Scheiß drauf. In dem Fall. Ihr habt guck einen Bossfight. Guck in die Lösung und guck, wo der Teleporter ist. Wahrscheinlich ist da irgendeine ganz offensichtliche Stelle. Ja. Wo der dich mit dem Flugzeug abholt. Ja. Ich merke, wir sind noch rausgegangen aus dem Gefängnis. Aus der Burg. Hm, komisch. Also dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Also Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss. Und ich hoffe, ihr hattet trotzdem noch Spaß gehabt in der Folge. Vor allem, naja, dann hatten wir einen schönen Balkonsturz, ne? Und merkt es euch, Leute. Ne? Wenn ihr dick seid, springt nicht von Balkon. Am Ende zerstört ihr die Welt. Und das Fundament. Je nachdem. Also bis nachher. Ciao. Dilledip.